Da haben wir nicht die Weg. Da bin ich schon. Du bist schon drauf. Du musst mal schauen, was bringt. Sagen, was er auf alles macht. Da ist er dabei. Also, Vorsicht, es war Winterweizen. Dann habe ich Habergrafikzeit gehabt. Mir ist geführt, Sachen fahren im Herbst. Jetzt müssen wir schauen, ob so viel. Hier sehen wir verschiedene Kräuter. Es sollte nicht grösser sein als hier. Hinter ist es gehört, 2 Kilo Bohrenmond zur Saat. Das ist das ist Körnli. Oder ein neues Bett? Nein, das sind Bettli. An vielen Orten ist Eiweißherbsinn noch nicht Bittersalz. Und er wirkt, der Blattapparat, ist er assimiliert, das Zürichs Jahr, wo wir Venali sonne. Es gibt 1000 Steine Hektar wie beim Raps. Jetzt noch, ja. Weißt du das auch? Jetzt vom Berno. Da kannst du gerade etwas sagen, wo gerade so Meckeli da vorne noch so eine Frage auftaucht. Also, das Meckeli da vorne ist ein Versuch von der Strufe. Die da, ich weiß nicht, eins hat er gesagt, sie wollen. Die wollen es nicht auswerten, es kommt jetzt halber nicht hier. Aber es geht mir eigentlich nichts an. Ich habe einfach gesagt, ihr könnt ein Säckchen haben hier. Zum Weizen. Vorfrucht ist Raps. Und dann, dort ist CH Koben. Wie gesagt, habe ich am 10. Oktober. 2 Kilo. Zur Spritze normal, gegen das Gerät. Und jetzt eine Fungizidspritzung habe ich gemacht. Zur Düngung habe ich 3 Kilo MG-Ammonzeit statt und 2 Kilo Harnstoff. Bei der höheren Temperatur, eben so 10 bis 20 Grad Durchschnittstemperatur. Das haben wir noch manchmal gehabt, zwischen den Tagen. Und das Etafon braucht noch mehr. 15 bis 20 Grad Durchschnittstemperatur. Und das ist immer dann, wenn du spritzt, und die nächsten 3 Tage. Gut. Biogaswasser oder Biogasgeschütte, das ist auf allen Dingen. Du darfst fast nicht sagen, Biogasgeschütte ist ein Volldünger, leistet mehr als Volldünger von mir oder von wem das da ist. Das ist eine Tatsache. Wenn wir jetzt hier so weit anschauen, das ist nicht von hier. Jetzt haben wir den angeschaut. Unter innen Septoria. Septoria ist einfach bis in diese Höhe, wir haben nicht Septoria drin. Wenn man da anschaut. Das Halbhuch ist Septoria. Ist noch weniger anfällig als eine solche Weizen, die hier zutut. Wenn man hier rein schaut, kann ich hier schon eins so drin schauen. Unter innen ist ein bisschen aufgehelfen der Blätter. Das gibt natürlich so ein Mikroklima drin, das anfällig ist auf die Krankheit. Und darum ist es gut, wenn man es gespritzt hat. Wenn er hochgeht, dann auf Serie, und dann Serie werden Blütinduktionen gemacht, dann haben wir Kümmer können, dann mit der Mykotoxonbildung. Und das wird nachher die Lande, die bringen, durch rote Körner, Kümmer können drin. Dann sieht es nicht gut aus, dann müssen die eigentlich einen Schnelltest machen, dass sie nicht den ganzen Posten versauen. Und mit der Spritzung, Fusariumspritzung, voll in Serie geblutzt, haben wir maximal 60% Wirkung auf Fusarium. Ich kann nicht sagen, wir spritzen, haben wir kein Problem mehr. Fruchtfolge ist das Wichtigste. Und eben Vorfrucht, Mais, Storze, eben möglichst unten fahren. Dass die Storze vorher schlägeln, bearbeiten, natürlich ein Biogasprogramm machen. Sollte nicht Weizen machen auf Mais. Sollte, sage ich nicht.